So, hi und hallo mal wieder. Heute mal wieder was ganz Außergewöhnliches, ein Grilltipp. Und zwar mache ich heute Zwiebelfleisch in Rotwein. Ich habe hier ca. 2,5 Kilo Schweinefleisch, 2 Kilo Zwiebeln. So, ich habe das Schweinefleisch natürlich kleiner geschnitten. Warum? Damit es schneller gart. Weil ihr müsst davon ausgehen, so 1 bis 1,5 Kilo Schweinefleisch dauert so 1,5 Stunden. Und ich will heute nicht so lange warten, deswegen habe ich es kleiner geschnitten. Ich werde das natürlich jetzt erstmal anschmoren. So, bis da Rosträumen drauf sind. Das dauert natürlich was. Deswegen werde ich das Video jetzt erstmal kurz unterbrechen. Bis gleich. So, wie ihr seht, sind schöne Rostaromen jetzt drauf. Jetzt kommen 2 Kilo Zwiebeln drauf. Und natürlich Rotwein. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal schön einkochen. Deswegen bis gleich. So, wir haben jetzt 1,5 Stunden rum und schaut mal, ist das wohl ein Ergebnis? Schön braun, es riecht einfach nur perfekt. So, jetzt kommt noch ein bisschen Tomaten. Tomatensoße, mal gucken rein oder erstmal so probieren. Ich muss ja probieren, die Gäste ja weniger, aber trotzdem. Verdammt lecker. Kleiner Grilltipp an Rande. Tschüss, bis zum nächsten Mal.